Ein ganz herzliches Hallo im heutigen Coaching-Video. Lass dein Herz entscheiden. Ja, wie oft wünschen wir uns, die richtigen Worte zu finden? Wie oft wünschen wir uns, die richtigen Entscheidungen treffen zu können oder auch letztendlich das Richtige zu tun? Gar nicht so einfach. Doch was ist denn letztendlich dann überhaupt das Richtige? Ich erlebe es oft so, bei mir, bei meinen Klienten, dass ständige Zweifel da sind. Die reißen uns von der einen zur anderen Seite, unser Kopf rotiert und arbeitet und man rast von einer Gedankenschleife zur anderen. Und wir bewegen Pro und Contra hin und her, versuchen in irgendeiner Form einen Weg zu finden und es gibt eigentlich für den Verstand, für alle Richtungen irgendwo Vor- und Nachteile. Was bringt uns da aber wirklich weiter? Was bringt uns nachhaltig weiter? Und was ist das, was sich für uns auch langfristig dann richtig und gut anfühlt? Und gerade in Beziehungsfragen wächst diese Herausforderung leicht über den Kopf. Denn da sind sehr, sehr viele Gefühle im Spiel natürlich. Einerseits wollen wir auf keinen Fall jemand anderen verletzen. Andererseits wollen wir natürlich aber auch echt und authentisch sein. Und ja, es ist oft so, dass Erinnerungen an alte Verletzungen und Gefühle da natürlich ganz gut im Weg stehen. Da geht es um Trauer, da geht es um Schuld, da geht es um Schamgefühle, sich zu öffnen vielleicht, da geht es um Angst, noch einmal verletzt zu werden, es geht um Wut, über Dinge, die einem immer wieder passieren, die einen vielleicht auch hier und da so ein bisschen in eine Opferrolle hineinkatapultieren. Und das Ganze wird relativ schnell zu einem recht verhängnisvollen Cocktail, der auch leicht überkochen kann. Gewohnheitsmäßige Reaktionsmuster können uns da recht wenig weiterhelfen. Und letztendlich müssen wir es irgendwie schaffen, aus dieser Spirale herkömmlicher Umgangsweisen mit solchen Situationen herauszutreten, um neues Land gewinnen zu können. Helfen wird uns dabei der innere Raum für Beziehung, denn dort sind wir in der Lage, vom konditionierten Verstand ein Stück weit wegzurücken und dann mit unserem Herzen zu kommunizieren und mit unserem Herzen oder auch mit unserer Seele zu kommunizieren. Denn jeder weiß, dass es mit unserem Denker nicht so einfach ist. Ihm fällt es nämlich nicht so leicht, neue Wege zu gehen. Er ist in aller Regel zu starr, zu ängstlich, er ist schutzsuchend. Letztendlich ist unser Verstand dafür da, dass er uns vor Dingen bewahrt. Nur, das ist natürlich schwierig für den Alltag, weil wenn wir immer in die Vergangenheit schauen, also das tut der Verstand ja automatisch und er möchte uns vor Dingen bewahren, die wir mal erlebt haben. Es war ja eine ganz andere Zeit oder eine ganz andere Zeitqualität, dann können wir im Grunde genommen kaum noch wirklich richtig gute neue Erfahrungen machen, weil der Mut da oft fehlt, weil die Stimme in uns gar nicht pro neuer Welt ist sozusagen. Seine Ambitionen sind eher beschützen, zusammenhalten, nichts Neues machen, nicht auf die Nase fallen und so weiter. Bloß nichts Verkehrtes machen. Die Stimme unseres Herzens dagegen ist sehr, sehr mutig. Sie ist sehr frei und sie ist voller Klarheit im Grunde genommen über das, was uns wirklich gut tut und was für uns persönlich das Richtige ist. Sie sucht förmlich eine gesunde Beziehung zu uns und um sie zu hören und letztendlich diese helfenden Impulse dann auch zu verstehen, müssen wir nur ein wenig lernen, unseren Verstand zu verlieren, um diesem Herzen auch Raum zu geben. In meinen Seminaren versuche ich diese Bereiche immer sehr, sehr konkret zu vermitteln. Es gibt nämlich sehr wunderbare Methoden und Techniken, wie wir uns eigentlich überall und jederzeit auf diesen Herzensempfang einstellen können oder umschalten können. Und dieses Umschalten durchbricht recht schnell und automatisch alte Muster und Ängste und bereichert somit die Fähigkeit, uns selbst anzunehmen und und zu lieben. Und das ist ganz, ganz gravierend und ganz wichtig fürs Leben, denn wir alle wünschen uns doch mit einem friedlichen Herzen durchs Leben gehen zu können und durch die Welt gehen zu können. Und das, was dafür benötigt wird, ist ein Geist voller Liebe statt ein Kopf voller Ängste und Probleme und Sorgen. Und wenn uns diese innere Stimme des Herzens, die wir auch schlichtweg Liebe nennen können,
wieder führt, dann haben wir auch alle die nötige Resonanz für eine wundervolle, glückliche Beziehung mit anderen Menschen. Nicht nur mit uns selber, sondern natürlich auch mit anderen Menschen. Für mich persönlich steht dieses Ziel ganz weit oben und daher freue ich mich über jeden Klienten, jeden Seminarteilnehmer, der sich öffnet für diesen Weg und ganz einfach für sich sagt, Menschenskinder, ich bin hier, weil ich auch Gleichgesinnter bin und ich bin hier, weil ich etwas mehr in meinem Leben erreichen möchte, weil ich ja auch auf der Suche bin nach einem schöneren Leben, nach einem beziehungsreicheren Leben, nach einem glücklicheren Leben mit sich selber und mit anderen Menschen. Und ich frage mich immer wieder, warum sollen wir uns dann auch mit weniger zufrieden geben? Denn es gibt Wege und Möglichkeiten, da enorm viel zu tun. Und ich wünsche euch auf eurem Weg alles erdenklich Gute. Vielleicht sehen wir uns bei einem Coaching, vielleicht sehen wir uns auf einem der Seminare. Und ja, erstmal eine schöne Zeit. Bis dahin, euer Christian. Tschüss.